Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange ist es her. Und hier habt ihr die Überraschungsbox von Bugano. Das ist immer so eine Special Edition, sage ich jetzt mal. Die gibt es nicht das ganze Jahr zu kaufen, sondern immer nur eine bestimmte Zeit. Wie ihr schon gesehen habt, die Überraschungsbox kostet 199 Franken und es steht, es hat einen Warenwert von 750 Franken. Ich denke mal, dann machen wir sie mal auf. Schauen wir jetzt mal, was alles drin habt. Ihr seht nur einen kleinen Ausschnitt. Soll ja auch eine Überraschung sein. Was ihr hier als erstes sicher mal seht, ist so eine riesige Silver Sun. Ihr seht den Preis, die Effektdauer 45 Sekunden, schon mitgeliefert ein Nagel für das Reinstecken. So sieht das Ganze aus. Das ist eine ziemlich große, wenn man jetzt einen Handvergleich macht. Ja, sind wir gespannt, werde ich diese Silhouette sicher testen. Schauen wir mal. Dann, was ich als nächstes sicher sehe, ist hier das Triple Bang Set mit den wunderschönen Einzelschüssern. Immer wieder eine Kaufempfehlung von mir. Die haben es wirklich in sich und sind eine gute Abwechslung, falls man nicht mal die ganze Batterie schießen will, nur einen Schuss. Ja, von Nico. Hier seht ihr, dass sie haben ordentlich was drin, 60 Gramm das Ganze, das heißt 20 Gramm pro Schuss, ja, also wie eine normale Rakete. Gut, dann machen wir weiter. Hier haben wir den Tux Knit Tail von Bugano. So kleine Fahrzeug, Dinosaurier oder Vögel, irgendwie so etwas. Kosten 9,90 Franken. Dreimal hat es die drin. Sieht interessant aus, hatte ich jetzt auch noch nie. Hier steht zwar 5 Franken, aber ja. Dieses Ganze haben wir. 1. 3 und 4 Mal. Also hier können wir ein rechtes Rennen machen. Oder sie sonst mal eine Massenzündung. Gut, dann machen wir weiter. Dann hat es einfach einmal ein Big Thunder drin. Das von Nico. Warum jetzt der so einzeln drin liegt, weiß ich jetzt gar nicht. Mal schauen, ob wir noch mehrere finden oder ob das der einzige ist. So. Dann machen wir weiter hier mit den Tanzmeistern. Ich hatte sie noch nie, aber sie müssen, glaube ich, von Kollegen recht gut sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mal schauen. Hier NEM 45 Gramm. Also schwer sind sie schon mal, aber wahrscheinlich eben viel Karton. Weiß gar nicht. Mal schauen, wie sie sind. Dann haben wir einen Pack Victory Vulkane. Kleine Teile, auch von Bugano, diese Vulkane. Ja, können wir einen auspacken. So sehen die aus. Fokus hier, so. Hier steht jetzt 3 Franken. Und NEM, oh, sieht man fast nicht hier unten. Steht jetzt nicht. Bruttogewicht 72 Gramm.
Aber die NEM steht jetzt leider nicht. Ja, mal schauen, wie die so sind. Bin ich mal gespannt drauf. Dann haben wir noch mal ein Pack Victory Vulcane, aber in grün. Weiß nicht, ob jetzt das andere Effekte sind. Mach auch mal gerade einen auf. Sorry für das Rascheln. Hier Victory Vulcane. Ja, die haben jetzt 78, weiß ich nicht. Effektmäßig. Ist ziemlich eingedrückt hier. Mal schauen, ob das ein Nachteil ist. Vulkan Silber steht hier drauf beim Grünen. Und beim Roten ist der Vulkan Gold, also andere Effekte. Mal schauen. Können wir auch mal einen Vergleich machen. Ich wollte sowieso mal einen Vergleich von allen Bugano Vulkanen machen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Dann kommen wir zum nächsten Artikel. Und zwar machen wir hier hinten weiter. Hier haben wir eine eingepackte Box. Hier hinten steht Vesuv Small. Ich nehme jetzt an, dass das auch Vulkane sind. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt habe ich kein Messer hier. Ich hole uns eins. So. Dann schneiden wir das Ganze mal auf. Mehrere Dinge. Ja. Oha. Oha. Also hier sind kleine Vesuv Small von Ardi. Keine Ahnung, diese Marke habe ich noch nie gehört. Vielleicht fokussieren sie besser. Französische Aufschrift hinten. Ich nehme jetzt mal an, MA heißt 40, also NM. Wahrscheinlich 40 Gramm drin. Mal schauen, wie die so sind. Immer wieder speziell. Gut, sind wir mal gespannt darauf. Da gibt es ganz sicher ein Video dazu. Wahrscheinlich dann auf meinem Insta-Kanal. Gut. Dann machen wir weiter, und zwar haben wir hier noch einen Vulkan, soweit ich gerade sehe, und das ist der Magic Light von Bugano natürlich. Genau. So. Hier sieht man auch gut die ganzen Daten, obwohl es so glitzert, sieht man es recht gut, finde ich. Das hat man jetzt auf den anderen nicht so ganz gesehen. Hier steht jetzt aber auch keine NEM drauf. 30 Sekunden dauert der. 4 Meter. Weiße Blinker mit Goldblüten. Mehr aber auch nicht. Ja. Mal schauen, was dieses Teil kann. Dann haben wir hier die Wrestle Dazzle. Eine Fontänenbatterie, soweit es mir ist. Ja, fällt es mir runter. 6 Franken kostet sie. Und hier NM 126, 375 Bruttogewicht, also auch ordentlich schwer, dieses Teil. Mal schauen, was sie macht, was sie tut. Bin ich gespannt drauf. Diese haben wir ganze 3 Mal drin. Ja, da können wir einen schönen Vergleich machen. Toll. Gut, dann machen wir weiter mit dem Kleinzeug. Hier haben wir... Hi. Mir fällt heute alles runter. Hier haben die Fontana... Fontanin Multicolor, keine Ahnung. Auch von Ardi. Diese Marke habe ich auch noch nie gehört. Das ist immer dieselbe wie vorhin. Auch alles auf Französisch. Komisch. Spannend, immer mal anderes Feuerwerk zu sehen. Die haben wir 2 Mal, und dann haben wir hier einmal noch eine
Fontani Argent. Weiß nicht, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Korrigiert mich gerne, wenn ich es falsch ausspreche. Auch 10 Gramm drin. Bin ich mal gespannt. Werde ich wahrscheinlich die ganze Box auch in einem Video mal ein bisschen verzünden. Die wichtigsten oder die spannendsten Sachen. Zwar haben wir hier auch von Ardi Flames de Bengale. Ich nehme jetzt mal einen Bengaltopf. Ziemlich. Aber hier noch spannend. Normalerweise kenne ich das aus dem Großfeuerwerkbereich. Aber ja, spannend. 1 Minute. 50 Gramm hat er drin. Und ja, bin ich mal gespannt. Cool. So, dann hat es fast nichts mehr Kleines drin. Nur noch ein paar Raritäten. Und zwar haben wir 5-mal, wer kennt sie noch, Knallkids mit dem alten Veko-Logo drauf. Richtig edel, die habe ich immer früher gehabt. Wir können sie gerne mal aufmachen. Genau, das sind diese Schnüre. Wenn man sie auseinandergezogen hat, haben sie innen durchgeklöpft. In meinen Erinnerungen waren sie sehr laut, aber da war ich auch noch sehr klein. Mal schauen. Also die werde ich sicher noch einen Pack aufbehalten. Hier mit dem alten Veko-Logo. Ganz was Tolles. Und trotzdem 9 Gramm Bruttogewicht nur. Aber trotzdem toll. Da habe ich mich sehr gefreut darüber. Die Suche ist schon Ewigkeiten. Gut. Dann haben wir hier die Defender. Auch von Bugano wieder einmal etwas. Ich nehme an, so eine Fontäne. Ich kann euch aber nicht genau sagen, was sie so aussprüht. Und die haben wir ganze 4-mal drin, wenn mich das nicht täuscht. Vielleicht kommt da noch mal eine. Ja. Mal schauen, was sie so drauf hat. Gut. Dann habe ich jetzt mal hier den anderen Deckel geöffnet, weil jetzt kommen wir zu, tada, Wunderkerzen. Wer hätte das gedacht? Ein Riesensternfackeln haben wir auch mehrmals drin, aber die war jetzt gerade oben drauf. Auch ziemlich, oder etwas älter würde ich mal sagen. Schweizer Qualität natürlich. Wenn Sie fokussieren. Genau. Ja, ich glaube, das kennt jeder, oder? Ich glaube, da muss man auch kein Video dazu machen. Die werde ich wahrscheinlich an meine Kollegen oder Verwandten noch geben, dass sie weg sind. Dann kommen wir hier zu etwas Spannendem. Wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon Girandol, die Zinkrakete. Ich nehme an, das ist 905, eine alte Version. Ich muss gestehen, ich habe diese noch nicht getestet. Ich habe sie nur von Videos gesehen, dank an meine Pyro-Kollegen. Ja, aber dieses Jahr werden wir sicher viel schießen. Von denen haben wir die ganze 5, 6, 7, 8, 9 Stück haben wir von denen drin. Also auch wieder einen schönen Bund. Dann haben wir noch mehr Zink. Hier die Spezial. Auch 905. Hier sieht man noch etwas. Nein. Ich habe gedacht, vielleicht sieht man noch die NN-Zahl. Die haben wir
dreimal drin, zwei, ah nein, viermal. Viermal. Gut, dann haben wir hier von den Kleinen in Blau die Kudolibet. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber mal gespannt, was es diesen Effekt mit diesem Effekt auf sich hat. Man sieht es vom Preis, die sind schon leicht verbleicht. Demnach auch ein bisschen älter. Aber alte Dinge sind immer noch gut. So, wir machen weiter mit den Raketen. Ich werde jetzt hier schnell im Schnelldurchgang durchgehen. Hier haben wir sie, die Quidlibet von in Gelb. Dann haben wir sie viermal in Weiß. Ich nehme jetzt mal an, dass das Blinker dann ist. Dreimal in Rot. Und dann noch fünfmal in Grün. Schöne Teile. Machen wir dann mal einen Vergleich. Diese Verpackungen findet man immer wieder noch mehr von den Kleinen. Und dann haben wir etwas neuere Raketen. Und zwar die Shell Rocket 2 von Bugano. Die kann ich sehr empfehlen. Die sind preisgünstig, aber trotzdem recht viel drin. Oder einen schönen Effekt, sage ich jetzt mal. Hier 20 Gramm NM drin. Ja, sind schöne Effekte. Dann haben wir hier noch etwas ganz Schmackhaftes. Ihr seht's, Tiger Tail. Die ist auch... Nein, ist nicht von Bugano. Steht Neuheit, aber ich habe sie noch nie gesehen. Bombettenrakete. Ich weiß gar nicht, was das für ein Logo ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Falls das jemand kennt, Düning wahrscheinlich heißt das. Aber wahrscheinlich auch eine ältere Rakete. Hier silberblau. Ja, also wenn ihr hier... Also gut mit einer Zink 920 zu vergleichen. Hier die Zündschnur. Noch mit einer Plastikhalterung angemacht, dass es nicht wegbricht. Das habe ich so noch nie gesehen. Wahrscheinlich ein älteres Modell, auch wenn hier Neuheit draufsteht. Und hier den Kleber. Nein. Ja, die schießen wir sicher auch einmal. Bin ich mal gespannt. Und ihr hört es. Wie eine Raschel. Das ist etwas Gutes. Gut, und dann haben wir sie noch einmal, aber in Rot, das heißt Goldregen. Bin ich mal sehr gespannt. Top-Serie steht hier. Große Füllmenge. Ja, mal schauen, wie die sind. Keine Ahnung, eben wenn jemand etwas weiß, gerne in die Kommentare damit. Gut. Die Kiste leert sich langsam und ich habe jetzt gerade nochmal gesehen, dass ich hier nochmal zwei Defender drin hatte. Ist natürlich untergegangen unter den ganzen Raketen. Dann haben wir hier die Wunderkerzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also insgesamt 10 Packungen. Ja, die haben früher 4,90 gekostet. Ja, was soll man dazu sagen? Sind halt Wunderkerzen. Nice to have, aber es macht halt nicht Boom.
Gut. Dann, oh, hier hinten ist noch Kleinzeug. Hier haben wir noch so Meteoriten. Kleine alte. Noch mit, auch mit dem alten Weko-Logo drauf. Auch eine Rarität. Dann Fireballs. Die kennt, glaube ich, jeder. Die Crackling-Bälle. Dann haben wir hier Lasersound von Bugano. Das haben wir zweimal. Und dann haben wir nochmal eine Packung Meteoriten. Auch immer noch mit dem alten Logo drauf. Und Special Laser Sounds von Bugano. Genau. Gut. Dann haben wir alles Kleines durch. Dann hier haben wir noch diese Bombenrohren, wo wir letztes Jahr schon drin hatten. Die habe ich mal getestet, also die haben es echt in sich. Ich werde sie sicher noch mal testen. Von diesen haben wir zwei Packungen drin, also acht Stück. Dann haben wir hier Pyro Boys, so ein Set für die kleinen Lady Cracker, hat es hier drin, Rauchbälle. Und ja, das Ganze kostet 9,90. Dieses haben wir insgesamt viermal drin. Überall das gleiche drin. Ja. Gut, dann hat es nur noch ganze fünf Artikel drin. Also eigentlich nur noch vier. Einmal haben wir noch einen Raketenständer beigeliefert bekommen. Finde ich eine tolle Sache, weil die gehen immer wieder aus und dann hat man wieder mal einen. Gerade wenn man so viele Raketen bekommt. Dann haben wir eine Rarität. Ich habe das noch nie gesehen. Das Ganze zeigen wir hier einmal. Bei denen. Ja. Das ist was. Ich kann kein Chinesisch oder Japanisch oder was das auch immer ist. Ne. Ja, ich habe die Marke auch noch nie gesehen. Wir sind gespannt drauf. Und hier habe ich mal eine offen. Ihr seht hier oben durch. Also schön verziert sind sie auf jeden Fall. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf. Und dann hat es einfach so ein Rackgestell drin mit so kleinen Raketen. Also ich nehme hier mal einen raus. Toll. Das sind einfach so kleine Hülsen mit so einem Schaschlikspieß dran gefüllt. Also wirklich so dünn. Mal schauen, was sie können. Einfach so Plastikröhrchen. Ja, hier hat es eine Anzündschnur, wo man es anzünden kann. Und dann geht, glaube ich, gerade die ganze Batterie hoch. Aber was sie genau für Effekte, ich nehme an, einfach so Heuleffekte haben. Was genau sie wirklich können, sehen wir dann mal in einem Video. Aber richtig geil. Sieht so richtig altmodisch, klassisch aus. Finde ich toll. So werde ich mir eine sicher noch aufbewahren für mein Feuerwerk. Regal, so ein bisschen Raritäten und Oldschool-Sachen, sag ich mal, finde ich ziemlich geil. So, das war es von meinem Video. Hier habt ihr noch kurz eine Rundum-Übersicht, wie viele Raketen wir ungefähr haben, also wirklich enorm viel. Das ist extrem. Ja, hier ist das ganze Kleinzeugs, wo wir ausgepackt haben. Leider habe ich zu wenig Platz für eine Rundums- oder für eine Gesamtübersicht.
Entschuldigt mir, vielleicht kommen dann noch Posts auf Instagram. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ich dann die Gesamtbestellung für dieses Silvester noch auspacke, unboxe. Genau. Und dann halt auch für die kommenden Videos, die es über diese Tests werden gibt. Haut rein und viel Spaß!